Hallo, das ist Marlin. Marlin ist 7-Mittags-Adventist. Was ist eigentlich ein Adventist? Gehen wir dazu ein bisschen zurück. Da war zum einen William Miller. Er las das Alte Testament und fand mit ein paar anderen Leuten heraus, dass Jesus wohl 1844 wiederkommt. Miller zog dann von Ort zu Ort und erzählte das vielen Leuten. Aber Jesus kam überraschenderweise nicht wieder. Aus dieser Miller-Bewegung bildeten sich dann die Adventisten und andere Gemeinschaften, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Mit Joseph Bates und James White gründete Ellen Gould White dann die 7-Tags-Adventisten. Sie war übrigens die erste ordinierte Pastorin der Adventisten. Heute scheint das Ordinieren von Frauen nicht mehr ganz so einfach zu sein. Ellen White gehörte zu den modernsten Menschen ihrer Zeit. Das sieht man auch daran, dass Adventisten überall auf der Welt Schulen und Krankenhäuser gründen. Denn obwohl Adventisten länger leben, werden sie trotzdem manchmal krank. An einem dieser Krankenhäuser erfand der Arzt Dr. Kellogg die Cornflakes. Heute gibt es in Deutschland ca. 35.000 Adventisten. Sie sind in zwei Kirchenverbänden organisiert, dem Norddeutschen und dem Süddeutschen Verband. Diese beiden haben sich sehr lieb. Wie in einer guten Ehe. Soweit zur Geschichte. Aber was glaubt Marlin denn nun? Zum einen feiert er den Gottesdienst am Samstag und nicht am Sonntag. Zumindest, wenn er nicht verschläft. Die Bibel sagt dazu Sabbat. Warum tut Marlin das? Er glaubt, dass Gott, nachdem er alles geschaffen hatte, mit den Menschen und Tieren Zeit verbrachte. Genauso freut sich Gott auch heute auf den Sabbat mit uns, an dem wir uns eine Auszeit nehmen können. Marlin rechnet übrigens auch mit Jesus. Und nicht nur auf dem Zeitstrahl, sondern damit, dass er bald wiederkommt. Daher kommt auch der Name Advent. Klingt komisch, ist aber so. Die englische Abkürzung für 7-Tags-Adventisten ist übrigens SDA. Das steht für Schweinefleisch, Drogen, Alkohol. Nein, natürlich nicht. Eigentlich heißt es Seventh Day Adventists. Aber trotzdem entsagen sich viele Adventisten dieser Nahrungs- bzw. Genussmittel. Marlin glaubt, dass Gott für ihn da ist. Für ihn ist Gott also nicht der böse alte Mann mit dem Rohrstock, sondern eher wie ein großer Bruder. Und deshalb steht er auch nicht so unter Druck, jede noch so kleine Regel einzuhalten, die sich ein Weltküchenleiter so ausdenkt. Gott tut ihm einfach gut.